Sie schauen die News auf TV. Die letzte Röste ist aufgetischt und der letzte Kaffee ausgeschenkt. Heute hat das vierte Ehepaar Knechtle den letzten Tag auf dem Berggasthaus Escher. Weil sie von Touristen regelrecht überrannt worden sind und wegen der Meinungsverschiedenheiten mit den Besitzern des Gasthauses geben sie den Betrieb auf und ziehen wieder ins Tal runter. Das einerseits mit Vorfreude auf neue Projekte, aber auch mit Wehmut. Für sie und für viele Gäste geht eine Ära zu Ende. Der Bernhard Knechtle steht das letzte Mal in der Küche. Heute ist der letzte Tag, wo er zusammen mit seiner Frau und seinem Team die Gäste hier im Escher bewirtet. Und die Gäste kommen am letzten Tag von Knechtles einströmen. Und dann gibt es sonst noch allerhand zu tun. Putzen, aufräumen, allen Tschüss sagen und dann gehen wir ins Tal. 5 Jahre lang haben die Knechtles auf dem Escher gewirtet. Vor ihnen hat der Vater von Bernhard Knechtle gut 30 Jahre lang das Restaurant geführt. Dass jetzt Schluss ist, liegt unter anderem an Meinungsverschiedenheiten von Knechtles mit der Stiftung Wildkirchli, der Besitzerin vom Gasthaus. Das, weil die Infrastruktur bei so vielen Touristen nicht mehr verhebt. Nachdem das Gasthaus Escher auf der Titelseite vom Wissenschafts- und Naturmagazin National Geographic erscheint, wird es über Nacht weltbekannt und von Touristen regelrecht überrennt. Zu viel für das vierte Ehepaar. Das Gasthaus jetzt aufgehend, ist auch für die Stammgäste ein harter Schlag. Sie haben es unheimlich gut gemacht. Die Terrasse hier, der Platz, die ganze Stimmung, es war wunderbar. Und wenn natürlich so etwas Erfolgreiches ein Ende nimmt, dann ist es traurig. Klar, dann geht man mit einer gewissen Wehmut das letzte Mal hierher. Ich finde es sehr schade. Ich bin jetzt 3 Jahre lang regelmässig hier oben, mehrmals in der Woche. Und ich finde das einfach, sie haben es sehr gut gemacht und ich denke, dass Nachfolger einen schweren Stand werden haben, aber wir hoffen das Beste. Das hofft auch das vierte Ehepaar für ihre Zeit nach dem Escher. Am letzten Tag schwingt dann schon ein bisschen Wehmut mit, aber auch Vorfreude auf das, was noch kommt. Ja, speziell. Eben, wird einem halt nicht so bewusst, dass der letzte Tag ist. Ja. Wir sind mir schon bewusst, dass es der letzte Tag ist, aber wir gehen mit Freude ins Tal runter. Was Knechtles denn im Tal unten werden machen, nach ihrer Zeit auf dem Escher, das wollen sie nicht verraten. Und auch wer ihre Nachfolge im Berggasthaus antritt, ist noch unklar.